Ja, bringt mir das Level was oder ist es einfach nur Level? Oder ist das Level wieder weg, wenn ich sterb oder verhungert oder keine Ahnung, weiß ich ja nicht. East Fist, wie komme ich zu der Erde, weil ich bei dir gehostet bin? Oder war das automatisch, ja, Hosting, was ähnlich dein Channel hostet oder so? Ah, ja, okay. Okay. Also East Fist, wie gesagt, ja, war mir schon klar. Ich habe ja erst heute Nacht angefangen, hier Minecraft zu zocken. Ich habe halt, ja, immer noch keinen Plan. Ganz einfach, ich habe immer noch keinen Plan. Ich probiere hier irgendwie, das ist ja schlimmer als Ark. Also bei Ark, da überlebe ich ja bei Ark noch schneller als hier. So, ich baue hier ein Fenster ein. Und hier bauen wir unsere Mine. Ich hoffe ja inständig, dass ich auch arg, ja, ich arg World of Warcraft, Fallout 4, also alles, auf was ich Bock habe. Das streamst du immer, okay. Ja, bei Ark ist momentan ja, ein bisschen die Luft raus bei mir. WoW ist jetzt halt out, was auch besser ist, ist ebenso wie Ark. Ja, Ella, wie gesagt, das habe ich da ja schon gesagt, das Problem ist bei WoW, wenn du es zu intensiv zockst, dann verlierst du ziemlich schnell die Lust dran. Also bei mir ist es ja noch schlimmer als bei dir, weil du bist ja noch WoW-Anfängerin. Aber bei mir ist es ganz schlimm. Also wenn jetzt ein Char hochleveln würde, dann hätte ich. Ach so, so meinst du es. Also bei mir kennst du es ja. Also na, erkennen tust du es nicht, so lange kennst du noch nicht. Aber Daniel zum Beispiel, der war gestern da war, Kumpel von mir, der kennt das von mir. Also damals haben wir es brutal übertrieben. Oh, was war das denn? Bling, 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 bling. Sind das Goldmünzen oder was ist das? Ach nee, das ist. Ah, okay. Schon gerafft. Genau, das war IP, wollte ich gerade sagen. Das Brinkling ist Holzkohle. Ja, Holzkohle ist immer gut. Brauche ich nicht nichts hier einstellen. Also Holzkohle-Mine habe ich jetzt schon mal gefunden. Scheint hier auch sehr ergiebig zu sein. Oder auch nicht mehr. Okay.
Gelben, ja, die Schwarz war schon klar. So. E. Oh Mann, hey, manchmal stelle ich mich hier echt an wie der erste Steinzeitmensch. So, wir machen uns auf jeden Fall mal hier Beleuchtung rein. Können wir hier nämlich schön weiter putteln. Ja, eben, Ella. Ach, da haben wir ja kein Problem miteinander. Wir sind ja schon voll das getrennte Team. Mit deinem Level kannst du später für das Verzauber nutzen. Okay. Kann man, ja, also dann kann man, nee, jetzt kann ich nicht wissen. Wenn ich jetzt zu viel frage, dann habe ich zu viel wieder im Kopf und ja, dann komme ich irgendwann wieder gar nicht mehr klar. So. Ich glaube, ich grab es darunter. Ich glaube, das machen wir so. Oh, da ist Metall. Oh, da ist richtig Metall. Glaube zumindest, dass das Metall ist. Ich glaube, dass das Metallerz ist. Oder? Yeah. Ja, wie geil. Ach, Ella, nee, also ich mache ja definitiv erstmal ohne. Also keine Mods, definitiv nicht. Mit dem Loot, da kann man Leute unterstützen. Das ist quasi, es wird eine, du kannst eine Nachricht schreiben. Das ist ganz kostenlos und da kann man den Chat unterschreiben. Da gibt es ganz kleine Vergütung. Da kommt halt dann ja, ein Werbebanner quasi, wenn den Leute müssen den, also wenn die Leute den Link an oder anklicken, dann kriegt man da so eine ja, so eine Mini-Vergütung. Also du machst quasi Werbung und in dein Channel und dadurch kriegst du 0,00 irgendwas Cent Vergütung, also dauert ewig, bis man da ja mal was zusammenkriegt. Ist relativ neu, aber ich habe es jetzt bei ein paar Leuten schon gesehen. Ja, mach mal rein. Gibt ja viele, die wo kein Echtgeld haben oder nicht so gern ihr eigenes Geld spenden. Und da ist halt die Möglichkeit, dass man halt spenden kann, ohne Echtgeld auszugeben. Kenne mich da auch noch nicht so richtig mit dem Dingens aus. Was mache ich denn? Ich brauche doch die. Mal doch mal den ganzen Rotz hier mal raus.
sah doch gut aus. Dankeschön. Die Ella hat wieder mal zugeschlagen. Sehr lieb von dir, Ella. Ich weiß es ja, dass du dir das nicht nehmen lässt. So, ja, wir gehen weiter runter. Ah ja, okay. Also Kohle habe ich jetzt hier. Ach so, ne. Ja, gleich. Jetzt muss ich schnell noch das. Wenn ich hier schon aus so eine schöne Holzkohle Ader hier komme, dann. Ja, aber Holzkohle auch da richtig cool. Also die ist. Geht richtig was ab. Ah, jetzt ist aber wieder aus. Oh, ich scheine aber sehr, sehr nah am Wasser zu sein. Aber hey, 37 Kohle habe ich schon. Verbuche ich jetzt einmal für mich selber als cooler Erfolg. So, dann machen wir wieder zu, weil da geht es Richtung Wasser. Wenn, dann müsste ich in diese Richtung buddeln. Also entweder in die Richtung oder dahinter. Fast befürchtet, dass das irgendwo mal kommt. So. Mal gucken. Beleuchtungstechnisch, glaube ich, passt das hier. Ich muss mal auf jeden Fall mal ein, zwei Spitzhacken machen. Also das Einzelspitzhacken, das bringt erstmal gar nichts. Kann man eigentlich Werkzeuge reparieren? Oder muss ich oder Werkzeug einfach immer wegschmeißen? Aber scheinbar geht das ja kaputt und dann ist eh weg, oder? Wenn ich das richtig sehe. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts mitgekriegt. Jetzt muss ich hier schnell auf die Seite gehen. Easy first. Danke.